Kommt drauf an, was für einen Einsatz das ich habe. Also es gibt Jugendherbergen, da komme ich hin und habe nur Urlaubsvertretung. Okay, dann mache ich halt Finanzbuchhaltung, Check-in, Check-out. Schwierigere sind dann so Einsätze, wenn unverhofft eine Hausleitung ausfällt, aus welchem Grund auch immer. Dazu gekommen bin ich, weil meine Familie, also meine Frau, meine beiden Töchter, wir Urlaub in der Jugendherberge in Waldhäuser gemacht haben. Und ich fand das irgendwie ganz chillig. Und dachte, oh cool, wusste nicht, dass das gerade in den Ferien, dass da nicht so viel los ist und so, und fand das eigentlich ganz gut. Und dann haben wir uns da beworben beim Landesverband und nach ein bisschen hin und her haben wir dann da tatsächlich die Zustimmung bekommen und sind dann nach Kelheim in die Jugendherberge und haben die dann 93 im September übernommen. Man muss sagen, GJH hat schon immer die gleichen Arbeitsverträge gehabt für Männer und Frauen. Das war echt cool. Also wir haben wirklich beide das Gleiche verdient. Also da wird kein Unterschied gemacht. Ne? Oh, das Beste ist tatsächlich die Vielschichtigkeit. Also das manchmal ich mir denke, okay, was wird mit dem Haus jetzt so passieren oder um was geht's? Und dann ist es komplett was anderes. Also dass ich mir denke, ja gut, es geht nur Check-in, Check-out. Und dann merke ich aber, ja, da fehlt es vielleicht doch ein Tick noch in der Küche, da muss ich dann noch ein bisschen mitgucken. Liegt auch ein bisschen so an mir, weil ich komme aus dem Bereich und habe da immer ein bisschen so ein Auge und ich kann es mir dann auch nicht verkneifen, meinen Senf dazu zu geben. Hör ihnen zu, achte darauf, wie sie dir was sagen, wann sie dir was sagen. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, die Zeit sich zu nehmen zum Zuhören. Ich habe eine Spätanreise mal verdattelt. Ich hab's einfach vergessen, dass die noch kommen. Und ja, in der Früh habe ich sie dann auf dem Sofa im Foyer begrüßt. Und wir haben halt da, die haben es relativ locker genommen. Die duschen konnten sie, weil die Duschen und Toiletten waren ja auf und geschlafen haben sie dann im Foyer auf dem Sofa. Ja, ich habe mich dann bedankt und habe natürlich nichts verlangt. Ich gesagt, okay, gut, aber sowas passiert. Die haben sich nicht mehr gerührt. Ich habe es mir zwar aufgeschrieben gehabt, die kommen später, aber ich habe es dann einfach vergessen, denen das Zimmer aufzusperren und was reinzulegen. Okay, passiert. Es ist immer ein Platz frei. Man kann kommen, wann man will. Weil Jugendherberge, es könnte ja sein, dass also, sie sind in der Jugendherberge und sie müssen ja immer noch für irgendwelche Gäste noch ein Bett frei haben. So alle, du bist auf einer Hütte und du schickst keinen mehr weg. Tatsächlich Waldhäuser, einfach aus dem Grund, weil das so der Ursprung alles von allem war. Wir waren da jeden Winter und die Kinder haben da Skifahren, Snowboarden gelernt, waren das erste Mal auf dem Schlitten, all diese Dinge. Ja, deswegen ist es tatsächlich Waldhäuser. Ach ja, also was wirklich krass war, wo ich wirklich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gefordert war, war vor dem Wald mit an den Start bringen. Das war knackig. Also nicht nur eine neue Kollegin, eine komplette neue Mannschaft, ein Haus, was neu strukturiert worden ist, Neueinstellungen zu machen, Erstausstattung für Küche, was sie für Gerätschaften brauchen und, wie sie sich aufstellen, was sie an Programmen machen kann. Zum Teil waren die Gewerke noch da, also wir wussten, okay, am Mittwoch ist Eröffnung und die Woche vorher am Samstag haben sie noch die Theke im Foyer aufgebaut zum Einchecken. Ne? Also ja, das war recht knackig und da war ich wirklich ganz gut am Werkeln. Ja, doch, das war heftig. Meine langjährige Dazugehörigkeit, also seit 30 Jahren, ich habe halt einfach schon ganz viel kommen, gehen, sehen, Situationen erleben dürfen müssen, je nachdem, wie man sieht. Und ich mache tatsächlich seit 10 Jahren Improvisationstheater, was auch ganz gut ist. Ich kann manchmal ganz gut faken, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung habe, aber in dem Augenblick ist das ganz gut. Ne? Und weißhaarig bin ich auch, also ich, wenn irgendwo stehe, ich bin immer die Kompetenz, obwohl ich es gar nicht bin, aber gut, ist egal, Hauptsache es wirkt. Die Mitgliedschaft. Ganz klar, das nervt, weil irgendjemand hat es wieder mal nicht gelesen, wurde nicht darüber informiert und ach Gott, das hat so ein Bart, ich bin seit 30 Jahren dabei und jeder erzählt, also nicht jeder, aber es wird halt immer wieder erzählt, nee, wusste man nicht, also nee, steht nirgendwo und so und dann denke ich mir, ja gut, okay, das könnten wir vielleicht wirklich irgendwann mal anders machen. Ich weiß schon, es ist schwierig als Verein und überhaupt, aber ja, die ewige Diskussion.
Ich liebe es, wenn Familien da sind. Ich mag das total, wenn die Kleinen rumwuseln und das erste Mal auf eigene Faust was entdecken. Und sehe es auch ganz gern, wenn sie ihren ersten Teller voll bepackt mit dem Essen zum Tisch bringen. Und manchmal klappt es halt auch nicht so gut. Aber gut, das sind alles wir, das gehört dazu. Und wenn es ja laut ist letztendlich, also weil es da einfach so sein können, wie halt Kinder nun mal einfach so sind, ne? Das finde ich total gut. Ich bin Albert. Und ich bin Teil der Jugendherbergen.